Zwei Frauen, zwei Ideen, ein Ziel. Selbstständigkeit. Olivia Grimaud hat ein Cupcake-Café eröffnet. In New York sind die kleinen Törtchen der große Renner. Werden sie auch in Berlin ankommen? Die Furcht vor Ablehnung sitzt tief. Ich habe auch Tage, wo ich im Auto sitze und denke, ich kann jetzt nicht aufstehen, ich kann da jetzt nicht rausgehen. Wo man auch Angst vor dem Tag hat. Ihr Leben hat sie komplett umgestellt, alles der Karriere untergeordnet. Sogar ihre Beziehung kommt oft zu kurz. Ey Mann, Olli, jetzt reiß dich mal zusammen. Du hast auch noch einen Freund. Modedesignerin Stefanie Bebenroth arbeitet an ihrer ersten Kollektion. Zurzeit lebt sie aber noch von Hartz IV und Putzen. Das soll sich bald ändern. Ich möchte nicht ewig in einer WG wohnen und ich möchte was erreichen, ich möchte reisen. Ich habe gewisse Wünsche und Bedürfnisse. Ihre Mode, sexy Dessous für Frauen mit dem nötigen Kleingeld. Ich bediene definitiv nicht das Level von C&A und H&M. Aber der eigene Chef zu sein klappt nicht immer. Sascha Sudens Lifestyle-Boutique für Blumen und Möbel ist heute Geschichte. Aus seinem Traum wurde ein Albtraum. Ich hatte dann auf einmal Haarausfall, das Zahnfleisch ging zurück. Ich hatte Migräne, Rückenschmerzen, konnte nicht schlafen. Existenzgründung zwischen Erfolg und Hartz IV. Lebe deine Träume.